Am oberösterreichischen Traunsee wurde am Wochenende ein Koffer mit Leichenteilen entdeckt. Anwohner riefen die Polizei, nachdem sie den Koffer auf dem Wasser treiben sahen. Während die Polizei sonntags vermeldete, überhaupt keine Anhaltspunkte zu haben, taucht heute ganz in der Nähe ein weiterer Koffer mit menschlichen Überresten auf. Ein Polizeihund spürt in Gmunden das Gepäckstück auf. Kaum zu glauben, aber wahr, nur wenige Stunden später wird ein dritter Koffer gefunden. Taucher zogen diesen aus dem Traunsee. Am Sonntag wurde eine Obduktion durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Leichenteile einer ehemalig etwa 70-jährigen Frau gehörten. Die Leiche ist durch die Zerstückelung jedoch noch immer unvollständig. Die Todesursache wird also weiterhin nicht restlos klären zu sein. Nach dem Fund eines zweiten Koffers mit Leichenteilen erhofften sich die Ermittler nun endlich mehr Anhaltspunkte zu dem mysteriösen Fall. Nach dem Fund des dritten Koffers herrscht jetzt einfach nur noch Ratlosigkeit.